Dai sagt, willkommen auf unserem Kanal, willkommen zu einem neuen Video. Wir zeigen euch heute mal ein 3D-Ziel, und zwar diesen Hasen. Entdeckt haben wir den auf Facebook in einer Bogensportgruppe. Da wurde er angeboten von Privat als neu, unbenutzt, unbeschossen zu einem relativ fairen Kurs, und zwar für knappe 45 Euro. Ja, wir haben uns den einfach bestellt. So ein Ziel im Garten kann ja niemals schaden. Und wollen mal gucken, wie der sich so macht. Der hat übrigens ein Gewicht von 1,2 Kilo und hat eine Größe von 38 cm. Der Hase kommt mit 4 Killzonen, vorne eine, hinten eine und jeweils eine auf der linken und auf der rechten Seite. Wir werden ihn erstmal mit dem Mingo beschießen und wollen gucken, dringen die Pfeile ein, wie tief dringen sie überhaupt ein, lassen sie sich sauber ziehen, bleiben da Löcher zurück oder schließt sich das Material wieder ordentlich. Dann lasst uns mal den Test beginnen. Bis gleich. Ja, Fazit zu dem Hasen. Pfeile sind super eingedrungen, ließen sich sehr leicht ziehen. Ist jetzt auch nicht besonders verwunderlich. Der Mingo hat nur 25 Lips. Die Löcher, die haben sich fast komplett wieder verschlossen. Und ich denke, für 45 Euro ist das ein super günstiges Ziel für zu Hause, für den Garten. Wir werden nochmal in einem Jahr gucken, wie sich der Hase bis dahin so geschlagen hat. Und geben da dann auf jeden Fall nochmal eine Rückmeldung. Wenn ihr den Hasen also irgendwo mal auf Facebook entdecken solltet, denke, kann man da ruhig zuschlagen. 45 Euro ist nicht gerade viel für ein 3D-Tier in der Größe und für einen Garten alle Male tauglich. Danke fürs Zugucken, danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Ciao!